Ja, herzlich willkommen zum Horus Heresy Hobby Segment des galaktischen Beobachters. Wir sind der Philipp und der Christian. Auf Anfrage vom Earl von und zur Straßen aus München. Unserem Local Death Card-Spieler. Genau, haben wir jetzt hier ein Segment über Resinbearbeitung. Was ihr jetzt hier auf dem Bild seht, sind so Werkzeuge, die ich normalerweise hernehme, der Philipp auch. Ja, da seht ihr oben die schönen günstigen Feilen aus dem Drogeriemarkt eures Vertrauens für Fingernägel. Und dann darunter seht ihr zwei Meißel. Die kommen aus Asien, ich weiß jetzt den Hersteller nicht genau. Dann natürlich ein Zwickzangerl und eine Portion Greenstuff, ein Man Bohrer. könnte auch Milliput nehmen, Ja, aber. genau. Ein Handbohrer mit Bohrern dazu, dann ein paar neue Klingen, Sägewerkzeuge, die sind glaube ich von Tamiya, dann ein spitzes Gerät für Schneiden mit einer kleinen Klinge, ein normales Bastelmesser, eine Diamantfeile und zwei Pinzetten. Eine Pinzette, die quasi von selber schließt und zuhält und eine, mit der man zugreift. Also das sind jetzt so die Standardwerkzeuge. Ja, jetzt das Ganze mal ohne Kleben. Und der Philipp hat netterweise einen Prätor von Forgeworld zur Verfügung gestellt, den er noch herumliegen hatte. Und anhand dessen und anhand der Gussteile, der Angüsse, zeigen wir euch jetzt, wie man das so Also ich habe machen da kann. noch ein anderes, größeres Modell in Teilen, an dem ich schon mal gearbeitet hatte oder sowas mitgebracht. Einfach habe ich in meiner Bitskiste geschaut. Aber wie Christian feststellen musste, diese ganzen Arbeiten schon durchgeführt. Ja. Naja, hier haben wir ausgeschnitten eben das betreffende Modell. Es ist ja auch eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, ganz ordentlich gegossen. Ich habe aber schon gespickt in das, was der Christian vorher aufgenommen hatte. Also sind schon noch durchaus ein paar Fehlgüsse oder sowas zu bereinigen. Ja, jetzt hier beim Abzwicken von den Gussgraten, also habt ihr jetzt gesehen, einmal am Modell, aber es ist immer besser bei den dickeren Graten, so wie jetzt hier. Erst einmal den Grat irgendwo in der Mitte durchzuschneiden, damit nicht so viel Spannung aufs Modell kommt. Weil sonst kann es sein, dass es halt so splittert, dass ein Teil von dem eigentlichen Modell dann leidet. Und das wollen wir ja nicht. Genau. Also jetzt seht ihr hier, da ist der Grat direkt an diesem Metallstreifen von der Rüstung. Ah, hier sieht man gleich nochmal besser. So, und der muss jetzt weg. Und das mache ich mit dem Bastelmesser. Also denkt immer dran, schneidet euch nicht. Ja, da suche ich jetzt die Kante, die da eigentlich sein müsste. Setzt da die Klinge ein und drück einmal rein. Und jetzt mache ich es von der anderen Seite und dann hebt es das Stückle einfach raus. Also es das heißt ja immer, man soll nicht Richtung Finger arbeiten. Ja, aber das geht bei vielen Sachen gar nicht anders, weil man ja einen Gegendruckpunkt braucht. Und da seht ihr hier, wichtig ist, eure Klinge sollte halt nach Möglichkeit immer frisch und neu sein. Dann schneidet sie auch sauber. Ja. Ja. Das ist bei Plastik jetzt nicht so entscheidend, hilft da auch, aber bei Resin ist das schon durchaus sehr angebracht. So, da seht ihr jetzt wieder, ich schneide nicht direkt das ab, was weg soll, sondern mit ein bisschen Abstand und lasse noch einen Grat stehen. Und der wird jetzt entfernt. Ganz wichtig ist bei den Forgeworld-Bausätzen, wenn es sich jetzt nicht um nur ein Modell handelt, sondern um zum Beispiel 10 Solar Auxilia, die sind häufig dann nummeriert. Ja. Welcher Torso zu welchem Armpaar kommt. Und wenn man jetzt einfach schön zwickt und arbeitet und dergleichen und alles ausgelöst hat und sich dann ans Bauen macht und man hat leider dann nicht einzelne Türmchen gemacht oder die in kleinen Döschen jeweils zusammengepackt, dann ist das eine lange, lange Puzzlei, dass man die richtigen Arme mit der richtigen Waffe, mit dem richtigen Torso matcht. Also auch hier jetzt wieder aufpassen, den Gussgrat erstmal zerschneiden. Ja, weil es ist auch so, diese großen Stücke, die können dann so ein bisschen ein Eigenleben entwickeln zur anderen Seite rüber, so jetzt in dem Fall nach links, hier jetzt rechts, das andere Beinpaar, und dann kann das reißen und platzen. Und so könnt ihr das vermeiden. Insbesondere auch, wenn ihr den ersten Schnitt macht, immer ein bisschen gegenhalten. Ihr habt es jetzt auch gesehen, jetzt habe ich da den Finger nochmal rauf. So, und dann ist es auch noch eine Sache, die wichtig ist, wenn ihr viel mit dem Messer macht, also das heißt, wenn ihr direkt quasi
Sachen zuschneidet und mit der scharfen Klinge quasi so Späne abhebt, dann müsst ihr euch eigentlich keine großartigen Gedanken machen um eine Gesichtsmaske oder sowas, wegen der Giftigkeit des Resins. Mhm. Das ist nur wichtig, wenn ihr feilt, ja, oder so. Also wenn ihr quasi Staub abhebt von der Figur. Und deswegen mache ich zum Beispiel sehr, sehr viel mit der Klinge und möglichst wenig einfach mit den Pfeilen, weil sich das einfach arbeitet und meistens kriegt man mit den Klingen auch sowieso schon ein super gutes Ergebnis bei der Entfernung der Grate. Ja. Also zumindest bei nicht zu großen Modellen. Genau. So, und da seht ihr jetzt, worauf man auch immer achten muss, manchmal stehen so Zwischenstege da drin, die braucht man für den Guss. Da müsst ihr beim Bauen oder beim Vorbereiten des Modells immer gut darauf Acht geben, dass ihr die alle findet. Weil wenn ihr die dann nachher mal mitgrundiert habt und mitbemalt habt und dann erst quasi, wenn ihr mit dem Pinsel rangeht, das feststellt, dann ist das manchmal sehr ärgerlich. Also immer das Modell an sich gut beobachten. Und teilweise ist es so, dass eine Fotografie, je nachdem, was man für ein Objektiv oder für eine Handycam oder wie auch immer verwendet, teilweise einem super bemalten Modell das Ganze viel zu grell macht und man kann keine Details erkennen. Aber häufig ist es so, dass man gerade durch das Foto in der Zweidimensionalität einen Gussgrad, den man die ganze Zeit in Natura übersehen hat, plötzlich sieht. Ja. Und dann ist aber das schon nach 3 Stunden Arbeit und so weiter, sieht man, hoppla, da am Bein, da ist ja noch ein Gussgrad, den ich übersehen habe. Ja, weil zum Teil sind die sehr fein und dünn, aber sie kommen halt dann durch die Farbe raus. Insbesondere, wenn man dann, manchmal sieht man sie erst, wenn man das Wash drauf gibt, weil das dann plötzlich in die Vertiefung reinläuft. Also hier sieht man jetzt auch etwas, worauf man durchaus achten muss. Es sind teilweise bei Modellen, jetzt nicht nur von Forge World, sind am Fuß oder dergleichen irgendwelche Nupsis. Das ist, glaube ich, ja. Ja, das ist dein Terminus. Terminus Technicus. Ja. Das war bei irgendeinem, wenn ich jetzt sage, Alpha Legion Arnilus Steinert oder sowas. Das ist halt für das Diorama Base oder sowas so eine Zarge, die da rein soll. Und naja. Die hat ausgeschaut wie der Angus. Ne? Ja. Ja, dann schön alles abgefeilt und dergleichen. Dann stelle ich, hoppla. Erstens, da ist das Negativ davon und jetzt ist es schon recht rutschig und lässt sich gar nicht so einfach positionieren. Also da muss man schauen, ob gegebenenfalls jetzt so etwas wie auf dessen linken Bein, ob das so einfach gehört, um ihn auf einem Felsenstück oder sowas zu positionieren. Oder ob das weg hat. Das seht ihr jetzt auch im Fuß, ist so eine Luftblase an der Unterseite, aber die mache ich natürlich nicht zu, weil da steht er nachher auf der Base, das ist egal. Ja. Also auch auf die müsst ihr immer achten, aber da haben wir jetzt hier bei diesem Bausatz Glück gehabt, da war keine irgendwie zu sehen. So, jetzt haben wir hier die 2 Schulterpanzer und den Brustpanzer. Genau. Also ihr seht schon mit dem Aufnehmen, also ich habe quasi das Stativ und die Kamera direkt vor meiner Brust stehen und muss dann immer drüber arbeiten. Deswegen ist das alles ein bisschen nach rechts gerutscht, damit ich quasi die linke Hand, mit der ich alles halte, gut bewegen kann. Und mit der rechten habe ich halt immer rumgegriffen. Also warum die linke Hand? Weil ich die nicht so gut koordinieren kann wie die rechte. aber ich hoffe, man sieht eigentlich schon immer alles. Ja. Okay, so auch hier seht ihr, das sind wieder so kleine Stege, die von den Kanten vom Brustpanzer zu den eigentlichen Gusskanälen führen. Und die könnt ihr immer, solltet ihr eigentlich auch immer zuerst durchschneiden, bevor ihr euch um die dickeren kümmert. Und dann auch immer gucken, wenn ihr es so macht wie ich jetzt mit dem Clipser, dass ihr immer schaut, von welcher Seite schneidet ihr. Weil wenn das jetzt eine schräge Kante ist, so wie hier an dem Brustpanzer, dann schneide ich natürlich von dort aus, wo die Sichtkante ist, nach innen, um es dann wegzunehmen und nicht andersrum. Mhm. Denn sonst klipse ich von außen was von dem, was ich eigentlich sehen will, nachher am Modell weg. Ja. So. Also im Normalfall ist die Forge World Qualität Garant dafür, dass man das ganz ordentlich hinbekommt. Es gibt natürlich auch Hersteller, die mit Resin oder Plastik arbeiten, wo ich schon genügend Schrägversatz habe, sodass ich bei noch halbwegs akzeptabler Qualität fast
einen eigenen Scalp machen muss. Ich muss dann entscheiden, okay, wo setze ich jetzt den Schnitt an? Ja. Weil darauf läuft es dann hinaus. Und es gibt eben durch den Versatz nicht den einen richtigen Schnitt, sondern ich muss da irgendeinen Kompromiss finden. Aber das Problem habe ich jetzt hier nicht. So, jetzt seht ihr, ich kratze also quasi mit der Klinge da nochmal drüber, um das glatt zu machen. Aber auch hier ist dann wieder wichtig, dass die Klinge wirklich scharf ist. Ja? Also das könnte man auch mit einer Rundfeile machen, genau. Aber da besteht eigentlich fast die größere Gefahr, dass man dann halt dem Ganzen einen etwas neuen Schwung gibt und genau. Ein bisschen mehr wegfeilt als notwendig. Also in der Regel, also zumindest meiner Frage, ich arbeite einfach lieber mit der Klinge und nehme die Feilen nur, wenn es wirklich sein muss. Ja. Ja, dann haben wir das gleiche wieder. Also von der Außenkante sehend abzwicken und dann innen schauen, was man noch wegnehmen muss, damit man das ordentlich nachher hat. Ja. Ist natürlich total gut, wenn man dann frische, scharfe Klingen hat und quasi auf seinen Daumen drauf schneidet. Also das erfordert dann natürlich ein gewisses Maß an Augen-Hand-Koordination. Aber ich glaube, ihr seid ja alle erfahrene Modellbauer, insofern schafft ihr das. Man sollte halt danach nicht kochen und mit Zwiebeln oder Chilis oder dergleichen arbeiten. Damit es nicht so brennt in den Schnitten. Ja, ja. Vielleicht noch ein Pflaster neben hinlegen. Ja. Genau. Das Gleiche ist, das kann man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, wenn ihr mit Abziehbildern arbeitet, also Decals, ganz Deckels wichtig, oder wie auch immer, dann Transfers, ja, ganz wirklich neue Klingen. Dann immer neue, scharfe Klingen mit einer guten Spitze verwenden, damit ihr das Papier sauber schneiden könnt. Und dann könnt ihr auch mit der feinen Spitze diese Papierschnipselchen, die ja zum Teil sehr klein sind, halt gut an- und aufheben. Ja. So, ja. Okay. Jetzt liegt da ein Haufen Zeug rum. Also wenn ich größere Bausätze habe, da habe ich noch so einen Schweinebürstenpinsel, so einen großen, so einen billigen, mit dem ich dann zum Beispiel den Staub oder was von den Modellen einfach runterziehe, weil sonst müsste man, oder von den Teilen, sonst müsste man die jedes Mal wässern. Und das ist auch nicht so praktisch, also dann einfach abpinseln. So, da haben wir jetzt einen dicken Gussgrat, den zeige ich jetzt hier mit der Klinge. Ja, das ist jetzt hauptsächlich an der Stelle, die man nicht sieht, aber die Schulterpanzerverzierung ist verschoben an einer Stelle. Das ist wieder so, das dürfte eigentlich nicht sein bei Forge World, bei dem, was die Sachen kosten. Aber so ist es halt. Und das konnte man jetzt aber an der Stelle ganz gut regulieren. Und zwar wieder durch den Einsatz vom Skalpell. Das führt aber halt dazu, dass an der Stelle jetzt die diese Verzierung marginal dünner ist als an den anderen Stellen am Schulterpanzer. Aber das ist so noch vertretbar und man sieht es nachher am fertigen Modell wahrscheinlich nicht mehr, weil das ja halb unter dem großen Schulterpanzer drunter ist. Manchmal ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass man dann halt nicht nur ein bisschen was von der Dicke wegnimmt, sondern dadurch, dass man es wegnimmt, die Materialanmutung ganz marginal anders ist. Ja. Und dass gegebenenfalls, wenn man jetzt nur ganz dünn eine Grundierungsschicht macht, dass halt die Farbe leicht anders haftet. Ja. Aber dann muss man halt gegebenenfalls noch eine zweite dünne Schicht, genau, wie der gute Duncan sagen würde, draufpacken und dann passt das schon. So, also jetzt seht ihr auch hier, mache ich das wieder mit der Klinge und nicht mit der Feile. Also das hätte man jetzt schon auch mit der Feile machen können. Aber einfach damit halt die Bröckle, die da vom Resin wegfliegen, groß genug sind und man sie nicht einatmet. Und es geht mit der Klinge alles. Na, fast alles. So, also jetzt habe ich quasi erst von der einen Seite, von der niedrigeren Seite her, den Gussgrat weggenommen. Und jetzt streiche ich das mit der scharfen Klinge glatt. Das sieht man auch nach. Da wird es jetzt ein bisschen mehr tricky, weil das ist jetzt schon der Schulterpanzer und da sind natürlich so kleine Nieten drauf. Die möchte ich nach Möglichkeit nicht abschneiden. Ah ja, schau, da habe ich jetzt hier meinen Abbürstpinsel, damit alles wegkommt. Nichts mehr in den Vertiefungen drin hängt. Oder waren so ein paar Späne, die sind da in der Rille hängen geblieben. Und das muss ich jetzt natürlich genau sehen, damit ich das dann quasi schön rausheben kann. Jetzt mache ich erst die Unterkante, nehme ich den Grat weg und jetzt die Innenkante, sowohl an dem oberen Streifen als auch dann an dem unteren. Magst du reingucken, wenn es genau. Nachprüfen? Ja. Jetzt schaue ich mir das Ergebnis an. Ja. So,
so. Und da siehst du jetzt aber hier eben auch auf dem Filmchen, also das ist jetzt so gut wie weg. Jetzt muss man halt das nochmal angleichen, dass da dann alles schön glatt und hübsch ist. Ja. Und bist du zufrieden da? Absolut, ja, ja. Ja, man sagt sich immer, tja, wäre natürlich praktisch, wenn man Einzelmännchen hätte, die da so, was ich, 5 cm groß sind mit weiterem Miniaturwerkzeug, und für die ist das halt dann... Genau, so wie der Michelangelo vor dem David. Mhm. Ja. Ja, also man sieht schon, das ist jetzt da marginal dünner. Ja? Aber es ist nicht so, dass es jetzt wirklich ins Auge fällt. Ja? So, da hängt noch ein Nupsi drin, das muss noch raus, genau. Und ich glaube, oben muss ich noch mal ein bisschen glatt machen. Und dann passt das, ja, genau. Also das ist jetzt quasi das, was vorher übergestanden ist. Ja. Na, da ist nochmal was. Das habe ich nur der Form halber gemacht. Das sieht man nachher gar nicht mehr. Aber ich habe gedacht, dann machen wir es gescheit. Und was man vorher schon gesehen hat, da kommen wir aber nachher noch da. Achso, jetzt haben wir hier noch am anderen Arm quasi das Ganze in einer Vertiefung. Da geht der Gussgrat oder der Anguss in dieses Loch hinein. Das ist dann ein bisschen schwieriger zu machen. Und es war auch ein relativ gut zu erkennender Gussgrat. Da war jetzt wieder so ein Steg, den hat man erstmal gar nicht gesehen, so ein kleiner, den habe ich jetzt gerade weggenommen. Und man sieht jetzt schon, die Klinge ist krumm. Ja, das zeige ich nachher noch, wie man das ganz einfach behebt, dass die schön gerade wird. Und da ist jetzt auch der Gussgrat eben auf der Hand, glaube ich, oder in diesem Zwischending, auf diesem Power Generator oder was das da ist. Und natürlich, man sieht den jetzt auch gut auf dem Griff von der Waffe selber. Und das ist immer besonders ärgerlich, wenn man so feine Details hat, weil man die oft beim Abnehmen mit der Klinge dann natürlich mit entfernt. Und in so einem Fall kann man fast gar nichts machen. Aber du kannst es nochmal an deinem anschauen. Ich habe so vorsichtig gemacht, dass man es eigentlich noch alles gut sehen müsste. Ja. Ja. So, und da an der Stelle müsst ihr dann, also wenn das einen totalen Versatz hat, gerade so ein Griff oder so eine Stange, und ihr merkt, okay, wenn ich das jetzt entferne, dann gehen die Details alle runter und ich habe das plötzlich eine glatte Stelle stattdessen, dann müsst ihr das bei ForgeWorld reklamieren, weil das könnt ihr selber nicht ohne größeren Aufwand in Ordnung bringen. Und üblicherweise, wenn ihr das ein Foto hinschickt, dann setzen die euch das eigentlich auch sofort. Ja. Also ich hatte bei meinem Magnus das Problem, gerade an den ganzen kleinen Teilen war ein Riesengussgrat drauf. Und dann habe ich ihn geschrieben und habe gesagt, so geht's nicht. Und dann kam das ohne Murren und Knurren als Ersatzteile wieder. Es ist halt unter Umständen blöd, wenn er jetzt sagt, okay, ihr macht eine Painting-Competition und habt irgendwie einen Termin, wo ihr das Ding dann fertig haben müsst und dann müsst ihr nochmal 1,5 Wochen warten, bis der Ersatz da ist. Das ist dann blöd. Also an der Stelle wäre es vielleicht nicht so ganz schlecht, wenn die noch etwas bessere Qualitätskontrollen einführen. Aber da muss man zur Entschuldigung sagen, bei den Teilen, die ich jetzt bei Magnus zum Beispiel hatte, da waren die halt quasi innen, also man hat es bei der Außenkontrolle gar nicht gesehen, sondern erst nachdem man die Sachen vom Gussgrat runtergenommen hat. So. Also wenn man die Games Workshop Versuche bei Finecast miterlebt hat, dann ist alles Versuche, das, was ForgeWorld liefert, ja schon, auch was die Art des Resins anbelangt, viel besser. Auch deutlich weniger filigran. Ja. Das ist der etwas individuelle Kopf. Ja, ich habe bei meinen überall einen Helm reingeklebt. Die meisten sind in der Tat dann häufig auch ein legionsspezifischer Helm als solches drin. Ja, so. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon alles, oder? Ja, genau. Also jetzt lege ich da die Teilchen hin, dann könnt ihr das nochmal sehen. Aber es wird jetzt quasi noch was kommen, weil Aufbau ich habe gesehen, dass der Film eigentlich noch 10 Minuten weitergeht. Also ja, jetzt sind wir erstmal so weit fertig, aber jetzt muss erst einmal, jetzt habe ich hier links eine Schale mit gerade Wasser frisch aus dem Wasserkocher. Und viele machen das ja mit dem Föhn, ich bin da kein Fan davon, weil man mit dem Föhn also muss man erstens aufpassen, dass es, wenn es zu heiß wird, dann macht man sich's kaputt. Und zum anderen kann ich es mit dem Wasser insofern alles schneller regulieren. Ja, jetzt ziehe ich da einfach dran und mache die Klinge gerade. Die schaut zwar schief aus, aber das ist, weil ich sie nicht ganz gerade halte da vor der Kamera.
und mache das gerade und dann habe ich ein zweites Schälchen, da ist kaltes Wasser drin. Und wenn ich jetzt zufrieden bin mit allem, wie es ist, dann schmeiße ich das einfach schnell ins kalte Wasser rein. Na, da war ich noch nicht ganz zufrieden mit der Spitze. Ja, also das ist das heiße Wasser und jetzt korrigiere ich die nochmal. Ja, streiche die schön glatt. Also die ist vorne gewölbt, deswegen schaut es in der Draufsicht immer ein bisschen schief aus. Aber wenn ich die jetzt dann waagerecht vor die Linse halte, was ich hoffentlich tue, ja, dann seht ihr, die ist jetzt gerade. Ja. Und das ist eigentlich das gute Vorgehen, finde ich. Also Schale heißes Wasser, Schale kaltes Wasser. Jetzt habe ich die eh schon dastehen, jetzt tue ich ein bisschen Spüli da rein. Ne, wie sagt man da auf, ich kenne Spüli, ist bayerisch, sagt man das woanders auch. Klarspülmittel. Klarspülmittel. Und jetzt schmeiße ich die Teile alle da rein. Und natürlich erst sinnvollerweise nach dem Entgraten. Und wenn man das alles gemacht hat, weil man es manchmal noch mal ein bisschen herumschmiert, das, also quasi wenn es baufertig ist, und fahre da jetzt wieder mit meinem Pinsel drauf herum und putze jetzt die Teile dann nochmal einzeln, dass die dann quasi das Trennmittel runterbekommen von der Form. Das ist jetzt besonders bei Forge World-Sachen immer ein Problem. Mhm. Also viele andere Hersteller, wie jetzt zum Beispiel Comlec oder so, wenn ich da was habe, das ist alles schon gewaschen. Ja, da muss man gar nichts mehr machen. Also bei GW entfällt oder bei Forge World entfällt dieser Prozess anscheinend. Deswegen ist es wichtig, dass man die wirklich sorgfältig abbürstelt, auch mit dem Pinsel. Denn nichts ärgert einen mehr, wenn man nachher die Grundierung aufgetragen hat und das angemalt hat. Mhm. Und dann nach ein, zwei Wochen geht an irgendeiner Stelle die Farbe plötzlich blättrig runter, weil da halt das Trennmittel noch drunter war. Das könnte ein gewünschter Effekt sein für bestimmte Panzerteile, genau. Aber das macht man dann im Normalfall mit einer anderen Technik und drunter ist dann halt nicht das blanke Resin, sondern halt die, sagen wir mal, Grundierschicht des Antirosts. Meistens braun oder sowas, ja, genau. Und ich finde es interessant, dass du einen groben Pinsel nimmst. Ich arbeite meistens mit Kinderzahnbürsten, aber du hast wahrscheinlich den Nachteil, dass die etwas zu hart sind. Genau, also das kann dir eben passieren, wenn du jetzt Zahnbürsten nimmst oder so und du hast jetzt ein weicheres Resin. Die sind ja nicht alle von der Qualität her immer gleich, dass du dann natürlich Kratzspuren drin lässt. Also deswegen nehme ich nie eine Zahnbürste. Und solche Pinsel, die gibt es im Baumarkt, was hat der gekostet? 1,90 oder sowas. Also das ist so für diese Sache. Und ich nehme den auch nur für sowas, also nur quasi für das Resinarbeiten. Ja, da sind die Schweineborstenpinsel gut. Jo, jetzt schauen wir mir da beim Waschen zu. Also vielleicht auch nochmal, wenn ihr seht, dass da so lange Kanten sind oder so, das habe ich jetzt gerade bei dem Schulterpanzer gemacht, dass ihr da wirklich nochmal auch mit dem Pinsel an der Kante entlang fährt, weil gerade dieses Trennmittel, das bleibt halt vor allem auch gern in so vertieften Kanten dann nochmal hängen. Ja. Also da ist ganz wichtig, dass er das runter macht. Und das Spüli, ihr braucht das dann nachher nicht nochmal irgendwie klar spülen oder sonst was. Das könnt ihr einfach trocknen lassen, das macht nichts. Ja. Also ich hab persönlich das jetzt bei Forge World noch nie erlebt. Teilweise ist aber auch so, dass dann nicht nur das Trennmittel auf den Modellen drauf ist, sondern andere Elemente. Also das habe ich, glaube ich, bei... Das ist was Schmieriges. Wenn ich jetzt sag, ja, also bei World War II Modellen erlebt. Und die halt, oder wenn das Resin irgendwie dann geschwitzt hat und dann irgendwas abgesetzt geht. Das ist, wenn die das Resin nicht richtig abmischen, dann kann es passieren. Und da ist es dann teilweise so, da kann man eigentlich nichts machen, außer das Ganze zurückzugeben, weil das wird man dann einfach, selbst wenn man... Geht nicht, ja. So, jetzt habe ich hier, zeige ich euch noch den Einsatz von der Säge. Ja, also ich nehme die normalerweise einfach mit den Händen. Ich halte es jetzt fest, das schwingt ein bisschen. Und nehme einfach meine Unterlage sozusagen als Gegenlager. Ja, und da seht ihr, wenn ihr so diese guten Sägen habt, diese kleinen, dann ist sowas sehr schnell, sehr sauber abgesägt. Ja, normalerweise sollte man immer dran denken, Säge funktioniert eigentlich nur in eine Richtung, aber das ist bei denen nicht so. Die haben einfach gerade Zähne, die sind nicht verschränkt. Da kann man vorwärts und rückwärts sägen. So, jetzt seht ihr, jetzt ist das an den Rändern so ein bisschen zerfasert alles. Und hier ist jetzt auch, da hat man jetzt Staub. Ja? Und deswegen, also da seht ihr jetzt wieder den Vorteil von der Klinge im Vergleich. Also den Staub wollt ihr eigentlich eher immer nicht haben, sondern lieber diese größeren Späne. Ja. Und jetzt seht ihr das halt im Verhältnis. Jetzt ziehe ich das halt einfach mit dem Messer wieder eben. Aber damit ihr die anderen Werkzeuge auch noch im Einsatz seht, also was ihr auch seht, also ich halte die Klinge ganz, ganz flach, so dass sie gerade noch schneidet. Ja, also das, und wenn ihr eine sehr scharfe Klinge habt, dann merkt ihr auch sofort an der Hand den Widerstand, den das Material gibt und merkt, dass ihr da
schneiden könnt. So. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ah, jetzt komme ich mit der Feile. Also da habt ihr in der Regel eine grobe und eine feine Seite an diesen Feilen. Kauft die bloß nicht aus dem Modellbaubedarf. Und denn das, da kriegt ihr quasi genau das gleiche, es kostet aber das 3- bis 4-fache. Ja? Also holt die euch im Drogeriemarkt. Die stehen bei den Nagellacken. Ja? Das macht auch Sinn. Ja, und da seht ihr schon, also jetzt haben wir das so bearbeitet und wenn man das ein bisschen kann mit dem Feilen, dann kriegt ihr da auch relativ schnell eine ebene, saubere Fläche hin. Ja? Ich würde jetzt, wenn es jetzt mein Teil wäre, trotzdem dann nochmal quasi mit der Klinge ganz vorsichtig drüber ziehen, weil das ein glatteres Finish gibt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, die ihr habt, ist, jetzt sieht man das, also da habe ich das jetzt quasi weggeschnitten und ihr habt jetzt aber hier eine super schöne glatte Fläche. Wo war ich gerade davor, bevor ich das gesagt habe? Zweite Alternative. zu? Ja, also jetzt momentan haben wir es gefeilt und dann mit der Klinge abgezogen. Also, okay, gut. Ja, passt schon. Also, jetzt zeige ich euch, wie man bohrt. Auch hier nehmt ihr wieder erst einmal die Klinge und da, wo das Loch hin soll, stecht ihr mal einmal vorsichtig ein und dann dreht ihr das. Da müsst ihr aufpassen, dass euch die Spitze von eurer Klinge möglichst nicht abbricht. Das kann sehr leicht passieren. So, jetzt suche ich mir hier den richtigen Bohrer raus. Und wenn man jetzt ein größeres Loch haben will, dann fängt man erstmal mit einem kleineren Bohrer an und setzt dann einen größeren ein. Und ihr könnt durch Modifizieren des Bohrwinkels, also indem ihr das quasi andreht, wenn ihr seht, das kommt jetzt ein bisschen schief, dann kippt ihr den Bohrer einfach in die entgegengesetzte Richtung ab. Ja. Jetzt merkt ihr, okay, da setzt er an, wo ich mein kleines Loch habe. Da rutsche ich normalerweise eben nicht ab. Und jetzt bohre ich da rein. Gebe also von oben leicht Druck. Man muss nicht zu viel Druck geben. Und jetzt habe ich hier quasi das kleine Loch. Das reicht mir aber noch nicht. Ich will das also dicker haben. Und dann nehme ich jetzt die nächste oder übernächste Bohrergröße. Aber jetzt habe ich das doch genau in der Position, wo ich es will. Also das ist ganz entscheidend, wenn ich zum Beispiel, und das sollte man eigentlich schon machen bei Horus Heresy, wenn ich für meine Boote und meine Waffen einfach noch kleine Löcher bohre, genau, damit die nicht einfach vorne glatt sind. Ja. Ja, also erstens, was überhaupt nicht geht, ist, dass man noch so ein bisschen Flash vorne auf dem Bolter hat. Ja. Also wenn da kein Loch ist und dann noch so ein kleiner Gussgrat. Ja. Also erstmal den abmachen, dann in der Tat mit einem zum Beispiel Cutter die Position andrehen, sozusagen andeuten und leicht eindrücken in der Mitte, dass man mit dem Bohrer nicht abrutscht. Dann nichts sieht so doof aus wie ein Bolterloch, das die Hälfte der Bolterspitze oder sowas mitnimmt. Also jetzt hier, das ist so ein Meißel. Den muss man auch vorsichtig aufbewahren, damit der nicht mal aufschlägt vorne oder so, weil dann ist er nämlich hin. Und ihr seht, der ist vorne sehr, sehr scharf und mit dem hebe ich hier jetzt so Späne runter. Das würdet ihr jetzt machen, wenn ihr zum Beispiel einen glatten Gussgrat habt, zum Beispiel auf so einem Deckel von einer Panzerkette am Land Raider oder sowas. Und da könnt ihr mit dem, den müsst ihr sehr flach halten und ihr dürft auch nicht so fest drücken, weil sonst sinkt der ins Material ein. Also vorsichtig abheben. Jetzt habe ich hier quasi das, was da vorher noch stand, wo also quasi diese Rille war vom Guss, das habe ich jetzt einfach weggehoben mit diesem Hobel und jetzt schleife ich das wieder glatt, sodass wir jetzt quasi eine durchgehende, ebene Oberfläche mit einem Loch haben von der Kante von dem Gussstück bis zum nächsten Gussgrat. Ja. So, das ist jetzt aber, also das war jetzt quasi das eine, damit kann ich also Oberflächen super gut glätten. Ein prima Instrument. Jetzt hole ich noch den anderen Meißel, weil mit dem könnt ihr Rillen machen. Das erfordert aber ein bisschen mehr Übung und Erfahrung. Also wenn ihr jetzt seht, okay, die Panzer, die haben ja oft so kleine Vierecke in den Platten drin. Ja? Mhm. Hier und da. Also beim Rhino sind die dann zum Beispiel oben an der Kante oder beim Land Raider. Und wenn das jetzt nicht richtig ausgegossen ist, dann ist dieser rautenförmige Meißel eigentlich das richtige Werkzeug, weil ihr seht, ich kann jetzt mit dem hier, wenn ich ganz vorsichtig bin, ja, und da muss man auch einen sehr flachen Winkel sein, so Späne rausheben. Und dann seht ihr jetzt, da habe ich jetzt eine Vertiefung hineingebaut. Ja. Also man sieht es nicht so ganz gut, tut mir leid, aber da gehe ich jetzt auch nochmal mit der Feile drüber und ziehe das jetzt mit dem anderen Werkzeug, das wir bisher noch gar nicht benutzt haben, nochmal sorgfältig nach, damit es schön gerade Vertiefung gibt.
Ja. Okay, das hat mir noch nicht gereicht. Jetzt zeige ich das nochmal, wie man da den Span aushebt. Gerade auch bei dem Werkzeug, das ist wie beim Metallgravieren, muss man halt aufpassen, dass man vorne nicht einsinkt, weil dann ist die Arbeit beim Teufel. Und was ich mit dem auch machen kann, ist, wenn ich so Kantenvertiefungen habe, das zeige ich jetzt hier, dann kann ich da quasi diese Kanten besser definieren. Also da sieht man es, das ist unten ganz rau und buckelig. Und jetzt fahre ich da einmal mit dem Meißelchen durch und dann habe ich nachher eine Picobello gerade Kante. Sieht man jetzt dann gleich. Ja. So, nochmal, ja, nochmal, ja, nochmal. Ich glaube, ich mache es an der Seite auch nochmal, habe ich es total übertrieben. Das sieht man jetzt. Vorher war die so faserig und jetzt ist die, also jetzt ist die richtig schön gerade. Und jetzt setze ich den anderen Meißel, den flachen, nochmal an und ziehe den quasi im rechten Winkel, also indem er so auflegt, auf der eigentlichen Fläche im rechten Winkel da entlang. Und dann habe ich wirklich eine 90 Grad flache, gerade Kante. Und das ist auch zum Beispiel von Nutzen bei diesen Börtelungen, die Modelle oft haben, auch gerade die Fahrzeuge. Da zeige ich dann noch die Diamantfeile, weil mit der geht halt alles deutlich schneller. Einfach nur, um zu zeigen, wie man das auch runterfeilen kann. Aber da muss man halt auch wieder aufpassen, dass man nicht zu viel wegnimmt. Ja. Und normalerweise Feilen funktionieren eigentlich auch nur in eine Richtung, aber nicht die Diamantfeile, die geht in beide Richtungen. Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Genau, ja. So. Ja, war das jetzt schon? Ja, jetzt sind wir quasi damit durch. Und können an der Stelle dies soweit beenden. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Vorschläge oder Wünsche. Genau. In die Kommentare. Wir haben jetzt noch ausstehend ein bisschen was zu Pigmenten. Genau, das war als nächstes. Ja. Da schieben wir dann noch eine Kleinigkeit ein in ein paar Wochen. Ja, also das Zusammenkleben von dem Ding, das habe ich mir jetzt erst einmal gespart, weil ich glaube, das wisst ihr alle, wie das geht. Falls es doch irgendwie dazu Fragen gäbe oder sonst wie, also wie klebe ich jetzt mein Modell richtig zusammen, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann können wir dazu auch noch was machen. Aber ich glaube, das braucht es eigentlich eher nicht. Ja. Gut. Also bitte gern was drunter schreiben, damit wir wissen, was wir euch als nächstes zeigen und erklären können oder sollen. Das wäre es gewesen. Dann an der Stelle bleibt cremig und sauber.